Hey Skat, Freunde, nach dem Turnier ist bekanntlich vor dem Turnier und wir haben es ja mitbekommen, du kannst nicht jedes Skat-Turnier gewinnen, aber du kannst es natürlich wenigstens versuchen. So geschehen und jetzt zurück vom Masters schon wieder hin zum Rocket, also zum nächsten großen Jackpot-Turnier, wo allerdings noch die Vorrunde läuft. Ich bin diesen Monat oder in diesem 4-Wochen-Zyklus schon qualifiziert, kann also hier eine ganz ruhige Kugel schieben und bei diesem Blatt, was ich hier im ersten Spiel habe, wundert es natürlich nicht, dass ein Grand gespielt wird, in diesem Fall sogar ein Grand Hand. So, hier erste Überraschung, der Alleinspieler nimmt Kreuz Ass raus, zieht dann nicht einen Buben, sondern geht direkt über die Dörfer. Ganz klares Zeichen, dass er nur zwei Buben hat. Mit den drei oberen Buben würde er ganz sicher hier den Karo Buben abziehen und nicht riskieren, dass irgendwas gestochen wird. Jetzt spielt er sogar Kreuz wieder raus. Sehr unkonventionell irgendwie. Ich könnte jetzt natürlich höchstens sowieso nur ein Bild wimmeln, habe aber das Gefühl, Karo Ass kann auch blank gewesen sein oder noch 10 Dame. Schwer zu sehen, vermutlich jedenfalls Kreuz 10 im Keller. Pik König kann auch noch einen Stich machen, also mit diesen paar Augen kommen wir auf jeden Fall auch nicht weiter. Dann versuche ich jetzt eher meinen Karo Buben in Szene zu setzen, indem ich mich von meiner kurzen Farbe trenne, indem ich hier die Herz Luschen ab werfe und damit die Drohung aufbaue, im Spielverlauf dann vielleicht Herz 21 Augen zu stechen. Pik-Lusche-Abwurf, also der Spielverlauf ist schon ungewöhnlich, irgendwie ein undurchsichtiges Spiel. Kreuz 10 scheint zu liegen, jetzt sieht es im Moment so aus, als ob sogar auch noch die Karo 10 im Keller ist, oder mein Partner hat unter der 10 gespielt, jetzt fliegt dazu zumindest auch der erste Herz weg. Vielleicht kann jetzt der Angriff aufs Herz Ass erfolgen. Nein, jetzt kommt doch die Karo 10. Ich muss bedienen. Und nun wird der Alleinspieler natürlich stechen. Ja, weil wenn wir Pech haben, riskiert er jetzt, wo es so gut gelaufen ist, tatsächlich doch nochmal einen Bubenzug. Ja, so ist es. Da ist mein Karo Bube weg. Und wenn mein Partner jetzt keinen Buben hat, dann liegt neben der Kreuz 10 offenbar auch noch der Pik Bube im Stock. Ja, so ist es. Also, das war ja wirklich mal ein leicht kurioser Spielverlauf. Jetzt fällt hier die Pik 10 sogar noch blank, Herz 10. Gut, die tut da rein, falls ich den Buben habe. Und damit Grand Hand mit dreien Schneider. Also, wie ich das so gesehen habe, vier Asse hat er in der Hand, Kreuz und Herz Bube, Kreuz 10, Pik Bube liegt noch, also wie bestellt. Ja. Mein Karo Bube, der ist nicht so richtig zum Einsatz gekommen. Sei es drum. Hier habe ich jetzt im zweiten Spiel mal leicht frivol die 18 gehalten mit den 5 Trümpfer Herz, finde jetzt sensationell Kreuz und Karo Bube. Nun überlege ich natürlich tatsächlich, ob ich dann doch den Grang mache. 7 Augen drücken. Aber wenn der Herz dann zu dritt steht oder selbst bei Herz Ass König in einer Hand mit 4 Abgabestichen, ist der Grang leicht hinüber. Also dann doch lieber die solide Variante. Gerade nach so einer Top-Findung wäre es psychologisch besonders ärgerlich, dann einen Grang an die Wand zu setzen. Trumpf stand hier nicht zu viert und damit ist das Farbspiel schon ganz locker gewonnen. Gegner stehen auf 30, insofern kann ich hier einfach nochmal die sehr unwahrscheinliche, aber immerhin vorhandene Chance nutzen, dass am Ende beide Spieler die falsche Farbe halten und Kreuz Lusche einen Stich macht. Das ist aber nicht der Fall. Also gewonnen. Das dritte Spiel ist wieder nichts. Und das sieht auch nicht so aus, als ob wir da irgendjemanden mit ins Boxhorn jagen könnten. 6 Bilder in der Hand, kein volles. Auch daher keine Überraschung, dass erneut Grang gespielt wird vom Spieler in Mittelhand. Immerhin 2 Buben dagegen. Und mein Partner zieht noch ein paar volle an, also Kreuz Ass 10. Kreuz Dame ist jetzt hoch. 15 Augen haben wir schon. Ich habe den letzten Buben und der Alleinspieler geht jetzt hier über seine lange Farbe. Mein Partner hat auf den Buben schon Herz Lusche abgeworfen. Also
Sehr wahrscheinlich Herz zu viert beim Alleinspieler. Und jetzt bietet er mir hier nur den Herzkönig an. Das ist mir natürlich zu wenig. Entweder ich möchte noch Herz 10 stechen. Falls die gedrückt ist, dann steche ich vielleicht Pik Ass mit 10. Also ein Bild ist jetzt für meinen Buben ein bisschen zu dünn. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Hier kommen jetzt schon die Karo voll. Nein, da kommt jetzt doch Herz 10. Sie war also nicht gedrückt. Und den Stich kann ich mir jetzt natürlich nicht entgehen lassen. Da kriege ich auf jeden Fall eine Ladung. So, Karo 10 ist natürlich klar. Karo Ass sitzt dann noch beim Alleinspieler. Wenn wir dann gewinnen wollen, kann ik jetzt eigentlich nur hoffen, dass er das Pik Ass nicht hat, dass er inzwischen auch auf dem blanken Karo Ass steht und noch sowas wie Pik König Lusche mit der 10 im Keller. Das wäre plausibel. Kreuz Lusche ist schon ganz offenbar gedrückt. Also jetzt in das Karo Ass einspielen und dann gucken wir mal. Jawohl, tatsächlich. Hat gereicht für uns, 62 Augen. Pik 10 war im Keller und die Kreuz Lusche. Ich glaube, das Spiel hätte gewonnen werden können, wenn der Spieler nicht so in diesen Bildern und Luschen rumwühlt. Herz König, Herz Lusche, da konnten wir entsprechend abwerfen. Mein Partner zum Beispiel auch die Pik Lusche abwerfen. Und wenn er direkt die Herz 10 hinterherzieht, ich glaube, dass er dann das Bild irgendwie extra bekommen kann. Spiel 4, Mittelhand. 18 geboten, volle Karte. Naja, wieder mal ein bisschen geprahlt, aber 4 volle und Kreuz Bube wird allerdings von Vorhand gehalten. Ich möchte natürlich je nach Findung Karo oder Herz spielen, habe also mir verschiedene Optionen offen gehalten. Dann muss ich keine 20 mehr bieten, denn das sieht ja nicht so aus, als ob ich dafür rankomme. Ja, Pik haben wir gehört. Karte. Warum geht's nicht los? Hat der Alleinspieler hier etwas zu verbergen? Da geht es los mit dem Herzbuben. Gut, ich habe nur 2 Trümpfe, da ist Steigen sicher vernünftig. Und jetzt kann ich natürlich auch unter Karo Ass spielen. Aber solider ist, denke ich, aus der Herz 10 zu dritt. Und auch gleich das Ass von meinem Partner getroffen. Stechfarbe zu treffen ist immer sehr gut, wenn das gleich im zweiten Stich gelingt, denn damit klärt sich die Karte so schön. Damit kann uns der Alleinspieler hier nichts vormachen und ich weiß auch schon, was ich jetzt hier wimmeln möchte. Ich hatte 2 Trumpf, mein Partner offenbar genau 3, sonst wäre er jetzt noch nicht mit dem Karo Buben rangegangen. Also, es ist ein 6-Trümpfer ohne Herz. Die übliche Vermutung, wahrscheinlich hat der Alleinspieler noch einen Drilling und eine einzelne in der Hand. Und das ist natürlich interessant, wo ich auf beiden Assen stehe. Jetzt öffnet mein Partner Karo und das ist nach meiner Vermutung jetzt die blanke Karte. Sonst würde ich doch auch erwarten, dass er nicht unbedingt die kleinste Karte aus seiner Hand ausspielt, falls er jetzt doch Dame König 10 oder so hat. Hätte ich eher mindestens den König erwartet. Also sowohl von der Spiellogik, wo jetzt die Herzfarbe schon geklärt ist und die Trümpfe, als auch von der Karte, würde ich erwarten, dass das hier die Blanke ist von meinem Partner und dass entsprechend der Alleinspieler auf 10 König 8 steht, hier pfiffig getaucht ist. Aber darauf falle ich dann natürlich nicht rein, da lege ich mich fest. Und insofern auch auf jeden Fall wird er jetzt Kreuz bedienen müssen, das ist schon klar, rein von der Mathematik. Aber ich nehme raus, denn ich erwarte, dass das jetzt hier die blanke Karte war und der Alleinspieler jetzt noch auf den 2 Karos steht. Um das zu überprüfen, kommt natürlich auch die Kreuzdame direkt hinterher und ups, ja, mit Rosinen gehandelt, falsch gedacht, dann wird vermutlich Kreuz der Drilling gewesen sein und Karo blank oder 2 Zwillinge. Glaube ich dann aber nicht, wäre eher ungewöhnlich und ja, was soll ich sagen, dann hat mein Partner doch tatsächlich hier aus Karo 10, König, Dame, die kleinste Karte ausgespielt und es dem Alleinspieler damit, ja, vielleicht einen Tick zu leicht gemacht, weil das mir eben schwer gemacht hat. Gut, wenn er die kurze Farbe Kreuz spielt, ist es auch nicht schön, denn da hatte er den König gegen Lusche, Lusche 10, hätten wir natürlich da das Spiel schlagen können. Das konnte ich aber natürlich noch nicht wissen. Das war ja das nächste Argument, wo ich nur 2 Kreuzen habe. Wenn der Alleinspieler etwa ein Kreuz 10 König Lusche hat, dann hätten wir eben auch gar nicht gewinnen können. Deswegen musste ich, denke ich, schon in dieser Art das Spiel machen.
So, jetzt habe ich in Vorhand 4 Volle und 2 Buben. Natürlich halte ich die 23 und finde jetzt ausgerechnet bei 23er Reizung Pik 7 und Pik König. Gut, den einfachen Pik kann ich nicht mehr spielen, will ich aber auch gar nicht. Seien wir ehrlich, mit diesem Blatt beim Rocket muss der Gang irgendwie funktionieren. Einzige Frage ist jetzt hier wieder, Bube gleich rausspielen oder Pik versuchen hochzuspielen. Ja, beides geht vermutlich, beides ist vielleicht auch ähnlich stark. Buben in einer Hand wäre natürlich nicht so schön, dann kommt vielleicht Bubenabzug und Einschub ins blanke Ass. Also ich wollte in den Buben ja noch ein bisschen Fantasie dalassen und erstmal versuchen, hier die Pik-Dame hochzuspielen. Wenn Pik natürlich zu dritt steht, kann das auch ganz schnell ein sehr böses Ende nehmen. Immerhin habe ich dann den Pik-König im Keller, was auch schwer zu lesen ist. Und das war natürlich genau die Traumkonstellation. Auch das ist möglich. Spieler 1 in Mittelhand steht auf der einfach bestellten 10. Logisch, dass er da rauf muss. Und Spieler 2 hat dann das blanke Ass und kann nicht anders. Damit ist das Spiel so gut wie in trockenen Tüchern. Kann ich mich bestenfalls jetzt ärgern, dass ich nicht den Pik König noch im Blatt habe, sondern die Karo Lusche. Allerdings, dieses eine Bild bei genau diesem Spiel, das kann so wichtig sein. Also es ist schon richtig, denke ich, den Pik König runterzudrücken. Das kann absolut spielentscheidend sein. Jetzt ist das Spiel natürlich sehr günstig für mich gelaufen, 27 und Spieler 2 vermute ich mal. Also einer wird sich jetzt hier noch an dem Karo König festklammern. Da wäre es jetzt natürlich schön gewesen, Karo 7 im Keller, Pik König oben, aber der Sieg geht erstmal über Schneider-Optionen, so stark war das Blatt dann auch wieder nicht. Sechstes Spiel, Hinterhand. Rollmops, wie es so schön heißt, mit ein paar Vollen, also verspricht ein interessantes Spiel zu werden. Mein Gegenblatt ist stark. Schauen wir, ob Spieler 2 in Mittelhandposition sich dagegen wehren kann. Logisch habe ich 4 Trumpf dagegen, so auch beim Herz. Und warte jetzt auf die Spieleröffnung durch meinen Partner. Der haut gleich ein Ass in den Ring. Das sehe ich natürlich jetzt nicht so gerne, wo das hier gestochen wird. Erstens ist dieser Volle weg und zweitens ist natürlich damit auch meine Kreuz 10 gefährdet. Wenn mein Partner wieder rankommt und dann einfach nochmal Kreuz hinterher spielt, dann ist meine Kreuz 10 schnell weg. Es nimmt das Spiel aber gleich wieder einen merkwürdigen Verlauf. Also der Alleinspieler geht direkt über die Fehlkarte, Karo Ass, Karo König. Ja, wo wird wohl Karo Dame sein? Vermutlich auch beim Alleinspieler, das ist ziemlich klar. Mein Partner hätte die sonst gelegt und ich denke auch zwei Kreuz sind gedrückt, sonst hätte mein Partner vielleicht gar nicht das Kreuz Ass ausgespielt. Ich hatte jetzt also hier die Frage, Trumpf direkt nach vorne, Kreuz 10 darf ich natürlich auf keinen Fall anbieten oder ein bisschen in Pik versuchen. Gut möglich natürlich, dass es hier tatsächlich nur ein 4-Trümpfer ist, höchstens ein 5-Trümpfer, aber wenn ich jetzt Trumpf rüberspiele, ganz blödes Gefühl, dass mein Partner dann einfach Kreuz weiterspielt. Schwer zu sagen. Ich versuche es jetzt erstmal mit dem Pik, den König, um die 10 zu schützen. Es kann ja auch ein 5-Trümpfer sein, dass Pik 10 zu dritt bei meinem Partner ist. Und der Alleinspieler überlegt, ja, dann bleibt er weg, dann ist das Kind natürlich im Zweifel in den Brunnen gefallen, also jetzt muss ich trotzdem Pik weiterspielen. Ja, 21 für den Alleinspieler, gut, dann wird es wohl nur ein Viertrümpfer sein mit Pik-Drilling und Karo-Drilling. Dann müssen wir jetzt meine Kreuz 10 schützen, indem wir Trumpf spielen, zweimal. Ich spiele erst klein raus und ja, da geht mein Partner mit dem Pik-Buben ran. Alleinspieler taucht und ja, verdammt, jetzt kommt die Dame. Ich muss den Buben geben. Jetzt habe ich natürlich Rest, Karo-Dame und Pik-Dame noch beim Alleinspieler, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist jetzt eine ganz enge Kiste. Gerade noch mal kurz am Nachrechnen hier, am Überlegen. Logisch, ich muss stechen. Ja, und da sind nur noch Luschen bei meinem Partner. Das heißt, das Kreuzbild war gedrückt und dann gewinnt der Alleinspieler mit 61.
Ja, das war natürlich nicht so gewünscht. Das sah jetzt auch nicht so besonders glücklich aus. Vermutlich hätte ich da statt Trumpf Lusche erstmal den Buben ziehen müssen, um diese zwei Augen zu retten. Dann hätte mein Partner allerdings trotzdem auch mit dem Pik Buben rangemusst. Oder mein Partner muss tatsächlich nur die Trumpf Dame legen auf die Trumpf Lusche. Gut, wir sind im nächsten Spiel. Und nach diesem durchaus etwas frechen Vortrag mit glücklichem Ende für Spieler 2 sehe ich mich jetzt gezwungen, diese Karte zu reizen. Ich komme erst auf 36 ran, finde jetzt hier nicht gut zwei Luschen oder zumindest nichts zum Verwerten. Ich bin jetzt natürlich schon mit drei Assen, Pik 10 und Kreuz Buben auf Grand gegangen. Und klar, hätte natürlich lieber irgendeine Stabilität gefunden. Gut, einen Plan habe ich trotzdem. Pik habe ich zu 5, da fehlen 2. Wenn die 1-1 verteilt sitzen, kriege ich schon mal den König. Also packe ich einen Pikvollen weg und ein Karo-Bild 13 Augen. Und dann schauen wir mal, ob ich entweder in Karo was stechen muss. Nein, ich werde gleich eingespielt. Das ist ja soweit schon mal glücklich. Damit komme ich auf 24 und kriege die Kreuz 10 blank in Hinterhand. Das ist natürlich sehr glücklich, denn damit stehe ich jetzt schon auf 34 und plötzlich macht der Bubenzug auch Sinn, den ich sonst nicht gespielt hätte, um mit dem Kreuz Buben noch ein bisschen was in der Hinterhand zu bekommen, um vielleicht einen Vollen stechen zu können. Jetzt aber, wo ich auf 34 stehe, ziehe ich den Buben natürlich und wenn zwei Buben kommen, dann stehe ich auf 40. Brauche jetzt also nur noch meine beiden Vollen und es ist auch nur noch ein Bube im Spiel. Das bedeutet, mit ein bisschen Glück laufen die durch, tun sie aber nicht. Da haben wir es wieder. Pik Ass direkt gestochen, deswegen auch die 35er Reizung vermutlich, so ein halber Kreuz Hand wahrscheinlich und eine halbe Pik Hebe, irgendwo so da in dem Bereich spielt sich das ab und jetzt brauche ich natürlich bei 40 liegen die Herz 10 oder ein Karo volles kann ich nicht kontrollieren, also hoffentlich die Herz 10. Das sieht insofern hier schon mal gut aus, als Hinterhand nicht die Karo 10 wimmelt, aber nicht die Herz 10. Das heißt, Karo Ass auch beim Spieler 2 in Vorhand und der kann jetzt erst noch die Kreuzen runterziehen, dann kann er gleich Karo ziehen, aber er wird dann kein Überspiel haben und muss dann irgendwann mit seiner Herz 10 antreten. Deswegen, ob ich jetzt hier Pik Dame abschmeiße oder Herz König, ist auch schon egal. Wenn ich diese Stiche noch bekomme, dann kriege ich die Herz 10 und es langt auf jeden Fall. Gut, das war also durchaus etwas glücklich. Und insofern kann ich hier im achten Spiel es auch wieder bei 18 gut sein lassen. Karo wird gespielt bei 20er Reizung. Na, da bin ich jetzt auch mal gespannt. Schließlich habe ich nur einen Trumpf. Mein Partner dürfte Pik Buben haben. Und erneut die Stechfarbe im ersten Stich getroffen. Das ist natürlich ein Highlight. Erstens, weil mein Partner jetzt das Pik Ass rausnehmen kann. Zweitens, nenne ich das hier die ABC-Regel. Farbe A spiele ich aus, Farbe B wird abgeschmissen. Dann muss Spieler 1 nach Adam Riese wohl etwas in der Farbe C und das ist Herz in der Hand haben. Und ausgerechnet in Herz habe ich natürlich starke Gegenkarte, um zu schnippeln. Also wenn er auf Herz 8, 9, 10 steht, dann wird es ganz schwer. Mein Partner bringt sogar noch die Pik 10 hinterher. Das deutet ja fast darauf hin, dass Pik Doppellusche gedrückt ist. Und dann kann ich jetzt gleich rankommen und wunderbar den Pik König bringen, den Alleinspieler damit unter Druck setzen. Und was ist das denn hier? Warum in drei Teufelsnamen legt denn mein Partner da den Pik Buben auf den Stich? Ich muss doch bei 20er Reizung den Kreuz Buben haben und ich möchte ihn doch auch in Mittelhand nehmen, um Pik zu spielen, damit er hinten noch Herz abschmeißen kann. Also, wenn er jetzt nicht sehr gute Trumpfargumente hat, dann habe ich natürlich sehr, sehr wenig Verständnis für diesen Pik Buben. Und jetzt zu meinem Unglück war das dann auch noch so ein Abwurf aus
der Doppellusche vielleicht von Spieler 1, also nicht so klassisch den Blanken abgeschmissen und jetzt noch 2 oder 3 Herz in der Hand, sondern kann jetzt auf den siebten Pik tatsächlich nochmal Kreuz Lusche abschmeißen. Klar ist dann, es sind 2 Pik Luschen gedrückt, also ich habe natürlich immer noch Hoffnung, dass wir hier mit den Herzstichen ins Ziel kommen, und ich denke doch auch, dass mein Partner wohl immer noch einen Trumpfstich machen wird. Das alles andere wäre ja wirklich sehr merkwürdig. Da tritt der Alleinspieler die Flucht nach vorne an, geht direkt über Herz. Gut, nun ist natürlich klar, ich schnibbel und teste das Ding aus. Wusch, 60. Und nochmal rüber. Nee, kommt tatsächlich nicht mehr rüber, über den Stich. Also da mit Karo 7, 8, König und Pik Bube diesen ersten Trumpfstich zu übernehmen, das wird das Geheimnis von Spieler 2 bleiben, was er sich dabei gedacht hat. Nun hat es dank meiner sehr starken Beikarte und den 25 Augenstich in Herz immer noch für 60 gereicht. Hier ein Blatt übrigens jetzt in Spiel 9, das ich auch reizen könnte. 24, in einer anderen Situation mache ich es vielleicht. Jetzt hat aber Spieler 2 hier schon 18 geboten, das heißt, es sind 2 Gegenreizungen schon im Spiel, und damit sieht das Ding gar nicht mehr so attraktiv aus für mich. Auch vielleicht ein bisschen taktisch motiviert, ich liege inzwischen hier gut vorne, muss jetzt nicht mehr so ein Spiel riskieren. Der Partner übernimmt direkt, bringt Kreuz Dame, gut, wahrscheinlich blank, und wenn der blank war, dann hat der Alleinspieler natürlich 4 Kreuzen, dann hat er vielleicht die 4 Kreuzen oder vermutlich auch oben, weil er gegen Kreuz 2-2 vielleicht gewinnen kann. Hier ist jetzt die nächste Überlegung, Karo 8 mit der 7 untertauchen, falls der Alleinspieler die 9 oder eine höhere Karo hat. Ich entscheide mich aber hier ganz bewusst dagegen, denn ich möchte jetzt hier ans Spiel, und sowohl in Herz als auch in Pik bin ich mir nicht so ganz sicher, ob nachher die Übernahme klappt. Das könnte nachher so ausgehen, dass ein Kreuz drin ist und die Übernahme dann scheitert. Dann lieber so. Karo 9 jetzt sogar bedient, also wäre ich untergeblieben, wäre das Spiel schon Geschichte. Doch, das hatte ja seinen Grund. Ich wollte es hier auf Kreuz versuchen, und das hat auch geklappt. Ja, Rückschläge für Spieler 1 und Spieler 2. Jetzt stehen sie auf unter 50 Augen, ich auf 300. Da kann zwar auch noch ein bisschen was kommen, aber insofern will ich mir hier auch nicht vorwerfen lassen, dass ich das jetzt ganz lässig auf der taktischen Schiene nach Hause schaukel. Ich habe hier 5 Volle in der Hand und nur eine Lusche, 0 will ich mir also nicht anschauen. Deswegen biete ich hier 24, komme aber dafür nicht ran. Insofern mein Versuch hier nochmal was zu riskieren, der wird von Spieler 2 ausgebremst, der lieber selber spielen möchte. So, was spielt er denn? Pik spielt er. Naja, bei 24 natürlich mit 2. Einmal von oben, den Trumpfvollen von mir geangelt. Ja, was werfen wir denn ab, wenn jetzt der Kreuzbube kommt? Gar nicht so leicht. Herz Lusche auch nicht so schön. Vielleicht direkt schon Karo Dame. Aber es kommt von unten, also das war eine gute Kombination vom Prinzip, einmal oben, dann von unten gucken, wo der Trumpfvolle weg ist, aber dann stehen die Trümpfe wohl zu viert dagegen, mindestens zu viert, wenn nicht sogar zu fünft, und mein Partner macht den Stich erstmal mit dem Pik König. Öffnet mir eine Farbe, sehr gut, und natürlich vermute ich jetzt, dass der Alleinspieler noch das Herz Ass bestellt hat, das könnte jetzt die blanke Karte sein. Ja, ich habe hier jetzt die Entscheidung, welche Farbe spiele ich weiter, und ich glaube, mir sind hier die Temperaturen ein bisschen zu Kopf gestiegen, dass ich nun kein Volles anbieten möchte, ist vielleicht nicht unbedingt richtig, wo ich meinem Partner an sich nur noch einen Trumpfstich zutrauen kann, denn der Kreuzbube ist ja noch beim Alleinspieler. Da hätte ich mich dann wohl doch festlegen müssen. Ich wollte mich irgendwie noch nicht festlegen, und jetzt stehen wir auf 45 und können an sich machen, was wir wollen. Klar, brauche ich den Herzstich noch, kriege ich ihn wahrscheinlich auch, doch selbst wenn Kreuz 10 noch bei meinem Partner ist, dann kommen wir hier nur auf 59.
Das war also schlecht gespielt, aber von mir. Aber irgendwo wieder eine typische Situation, die uns häufig mal trifft. Du willst dich noch nicht zu früh festlegen und das habe ich auch nicht getan. Aber letztendlich konnte ich so in keinem Fall das Spiel schlagen. Das war also hier mit Rosinen gehandelt, beziehungsweise nicht ordentlich durchgerechnet, das Spiel. Ich schiebe das jetzt mal hier ein bisschen auf die Hitze und darauf, dass hier ein bisschen die Luft schon raus ist aus dieser Liste. Und wenn es sowas wie das Belohnungsspiel gibt, ich glaube übrigens nicht daran, aber diese Mär, die hält sich ja vehement und immer wieder hört man es, dann könnte das jetzt mein Belohnungsspiel sein. Ein schönes Ding in Vorhand, sieben Augen jetzt im Keller. Ja, man kann auch den Karo übrigens spielen, aber ich halte jetzt in Vorhand doch den Sechstrümpfer für einen Tick stabiler. Auch wenn die Beikarte natürlich ein bisschen schwächer ist, denn man hat ja auch schon Pferde kotzen sehen und dann so ein Fünftrümpfer gegen Fünftrümpfe gespielt. Und dann versuche ich lieber den Sechstrümpfer. Der steht glatt bisher auf meine Lusche auf 10 Augen losgeworden, Trumpf auch glatt verteilt. Insofern gehe ich jetzt hier direkt über Karo, um nur noch abzudecken, dass der blanke Karo auf meinen Kreuzbuben abgeschmissen wird. Das wäre so die letzte Verlustchance, es sei denn, es steht Karo 4 zu 0, dann kann ich vermutlich sowieso nicht gewinnen. Karo steht aber nicht 4 zu 0, sondern höchstens 3-1. Damit fielen dann eben nur 3 Augen und es stand tatsächlich Karo zu dritt. Also ganz solide gelöst das Spiel. Auch nicht schlecht hier. Im letzten Spiel 8 Bilder. Ich hatte tatsächlich auch schon mal 10 Bilder in der Hand. Das sah noch kurioser aus. Waren auch nur die drei unteren Buben dabei. Die anderen sieben könnt ihr euch jetzt überlegen. Ja, gegen so einen Bildersalat wäre wahrscheinlich alles gewonnen worden, ob es nun Gang gewesen wäre, aber es ist ein Null Ouvert. Der geht nochmal aufs Haus und damit ist die Liste erledigt. Endstand 130, 159 und ich habe mit 4 Spielen, davon eins vielleicht etwas riskant, der Gang 472 erzielt. Kann also wieder sehr froh sein, zufrieden sein, brauche auch nicht ins Portemonnaie greifen. Schlag die Ariel ist und bleibt eine Herausforderung. Darauf gönne ich mir jetzt ein schönes Eis und wünsche euch wie immer gut, klar.